Größter gemeinsamer Teiler oder kleinstes gemeinsames Vielfaches? Geht auch ohne, notfalls. Leute, warum das nützlich ist, das zu können, GGT und KGV, das zeige ich gleich nebenbei. Aber es geht auch ohne. Man kommt manchmal sogar einfacher zum Ziel. Gucken wir uns mal Folgendes an. Ich habe vier Achtel und möchte das durch vier kürzen. Also nehme ich oben durch vier, unten durch vier, komme ich sofort auf 1,5. Das sähe dann so aus. Also hier mal wieder in Blau geschrieben. Durch 4 ist 1, durch 4 ist 2, also 1,5. So kürzt man auf einen Schlag. Hier war es leicht. Wenn ich das aber stufenweise mache, erst durch 2 kürze, dann habe ich 2 Viertel. Nochmal durch 2 komme ich auch auf 1,5. Sähe dann so aus. Ist zwar ein bisschen albern, aber ich mache es trotzdem. Durch 2 ist 2, durch 2 ist 4. Wenn ich also kein einmal eins so richtig kann. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 2. Geht's noch? Nee, geht nicht mehr, also 1,5. Ich komme auf das Gleiche. Ich zeige das mal hier dran. Oh, naja, 16, 128. Ah, durch 4, ja, weil die 128 schön durch 4 zu teilen geht und die 16 sowieso. Durch 4 ist 4. Jetzt 12 durch 4 ist 3 und das durch 4 ist 2. Na, das war stufenweise. Oh, jetzt kann ich sagen, die gehen ja nochmal durch 4. Durch 4 ist 2. Entschuldigung. Oh je. Durch 4 ist 1, durch 4 ist 8. Jetzt ist Schluss, jetzt ist nichts mehr zu kürzen. Also ein Achtel. So macht man sowas. Ich sage immer gerne, kürzt euch ran, bis es nicht mehr geht. Na, ruhig die stufenweise runterkürzen. Das ist bei großen Zahlen. Da lange nach dem KGV und GGT und so weiter zu suchen, ist ein bisschen umständlich. Gucken wir uns den anderen Fall an. Nehmen wir mal an, ich habe eine Additionsaufgabe und ich sage 5 Sechstel plus 4 Neuntel. Da muss ich ja einen gemeinsamen Nenner bilden. Das kleinste gemeinsame Vielfache wäre 18. Ne? Denn 3 mal 6 ist 18, 2 mal 9 ist 18. Dann bin ich auf einen Schlag schnell fertig. Das geht bei kleinen Zahlen relativ gut. Jetzt nehmen wir mal an, ich mache es. Ja, aus Unkenntnis ein bisschen blöd. Indem ich sage, nur und. Ich nehme hier einfach über Kreuz die ganze Geschichte und sage, hier 6 mal 9 und 9 mal 6, da komme ich auf 54. Na, wenn ich auf 54 komme, kann ich ganz schnell zusammenzählen. Achtung, zum Schluss aber nochmal gekürzt, hier durch 3 komme ich auch auf das Gleiche. Bei solchen Aufgaben, nochmal kurz gezeigt, also meinetwegen 117, 354. Fällt mir jetzt gerade so ein, also jetzt nicht drauf achten. Plus 2, was weiß ich, mein Gott, 1028. Oh, naja, da mache ich mir hier vielleicht nochmal ganz kurz das Leben leichter vorher und sage, das ist ein 516. Ne? Was habe ich gesagt? 514. Muss es ja sein. Ja, hier ist jetzt vorbei mit Kürzen. Ja, nicht über Kreuz kürzen, auch wenn es manchmal scheinbar möglich so aussieht. Also Summen kürzen nur die Dummen. Ja, und jetzt müsste ich 354 mal 514 nehmen und so weiter und so fort. Also, ich schreibe das mal gleich weg. Man versucht sich so weit wie möglich ranzukürzen und das kleinste gemeinsame Vielfache zu nehmen, damit man eben nicht solche aufgeblähten Aufgaben bekommt. Gut, das dazu soll genügen. Dazu mache ich aber jetzt keine Übungsvideos. Habt ihr genug bei Addition und Subtraktion? Guckt auch in diesen Übungsvideos nach, die wir schon gemacht haben. Und natürlich immer hier bei i und zum Schluss, wie immer, bei den Links, die ich hier zum Schluss immer nach jedem Video anbringe. Ich wünsche euch viel Freude beim Verstehen. Tschüss.